Ja, du bist auch nur mit einem Stab bewaffnet und hütest Kühe. Gut, Tagebucheintrag. Tja, ich habe diesen Trank für. Den Tagebucheintrag habe ich nie verstanden, der ist irgendwie abgeschnitten im Deutschen. Deswegen, ja, lasse ich ihn einfach mal aus. Gut, gucken wir uns weiter um. Beziehungsweise, wir geben jetzt Hul sein Schwert. Hallo, Hul. Danke, junger Mann. Gohion hat dich nicht schlecht erzogen. Was? Ehrlich gesagt kannst du froh sein, dass du hier in Kerzenburg aufgewachsen bist. Manchmal denke ich, dass die Welt außerhalb dieser Mauern verrückt geworden ist. Mit all diesen Kämpfen wegen dem Eisenmangel und so. Arm und Baldur's Tor werden auch bald Krieg führen, sage ich dir. Also Arm ist die Region südlich von hier. Da gehört Naschke sogar dazu zu Arm. Dir, naja, bin ich. Naja, ich bin im Dienst. Hier hast du 20 Goldmünzen, weil du mich vor dem Ärger mit dem Kommandanten bewahrt hast. Ja. Der Torwächter muss schlechte Laune gehabt haben, denn Hul musste für sein Schwert nicht weniger als 20 Goldmünzen hinlegen. Ja, wir haben wieder was zusammengekriegt. 43. Das ist immer noch nicht wirklich viel. So, gehen wir bei den anderen Anlagen. Hey, ich bin's, Imoen! Toll, ich komme mich heute wiederzusehen! Ja, das ist Imoen. Unsere Freundin aus Kindheitstagen, die wir wahrscheinlich nicht so schnell loswerden werden. Wundert mich aber, dass der spießige alte Gorion euch eure Studien und Pflichten unterbrechen lässt. Der alte Labersack, ich habe mich aus dem Staub gemacht. Der alte Windrop hat schon nach mir gesucht. Aber ich habe noch den ganzen Tag, um seinen Kram zu erledigen. Habt ihr heute Zeit für eine Geschichte? Nein, ich sehe schon. Was habt ihr denn vor? Leider habe ich keine Zeit zum Plaudern, Kleiner. Also ja, wir können sie, egal was wir machen, wir tun sie als Kind bezeichnen. Und wir können ein bisschen barsch sein. Also wir können sagen, lass mich in Ruhe, ich habe keine Zeit für dich. Wir können sie dazu drängen, dass sie arbeiten, ihre Aufgaben machen soll. Das ist aber auch nicht sehr nett. Wir sagen einfach die Wahrheit, wir wissen es nicht. Leider habe ich keine Zeit zum Plaudern, Kleine. Mein Stiefvater wünscht, dass ich mich auf eine Reise vorbereite, sagt mir aber nicht wohin. Kleine, ich bin nicht viel jünger als ihr, obgleich ihr ganz schön schnell groß geworden seid. Relativ gesehen. Eine Reise also. Ich bekomme die Gelegenheit dazu. Wünschte, ich könnte mit euch gehen. Ja, das wünschte ich wirklich. Jawohl, ganz im Ernst. Du würdest uns nur aufhalten? Nein, du kannst auf keinen Fall mitkommen. Corium würde das nie erlauben. Okay, ich verstehe schon. Ich werde fragen, ob du mitkommen kannst. Auch wenn es keinen Sinn macht. Jetzt seid doch nicht blöd, Gori. Ja, seid doch nicht blöd. Gohion würde euch den Satz nie zu Ende bringen lassen, besonders nach dem, was er in seinem Brief geschrieben hat. Was habe ich da gesagt? Nee, hab nie einen Brief gesehen. Nee, ich mache mich besser wieder an die Arbeit. Ihr solltet gehen, Gohion wartet. Ja, Du bist ja Imoen. ein komischer Kauz. Lasst Gohion euch warten, kommt schon, auf geht's. Also ja, Imoen hat im ersten Teil eine sehr nervige Stimme. Und wie ich gerade schon angemerkt habe, im Sei ersten Teil. gegrüßt, junger Mensch. Das heißt, im zweiten Teil werden wir sie wieder sehen. Firebeat hat euch doch zu mir geschickt, nicht wahr? Sehr gut, bringt ihm diese Schriftrolle zurück. Doch dann müsst ihr euch bei mit Corium sprechen. Er wartet auf den Stufen des Hauptgebäudes der Bibliothek. Ich versichere euch, es ist eine Angelegenheit von äußerster Dringlichkeit. Okay. Aber erst einmal gehen wir zur Kaserne zurück. Und ja, das hier ist die eigentliche Kerzenburg, die Bibliothek innerhalb der Festung. Die schon ganz imposant aussieht. Und schöne Blumengärten hat. Also ja, draußen wird alles von Räubern bedroht, aber wir haben hier Zeit zum Blümchen pflanzen. Wie man sehen kann. Und für schicke Brunnen und so weiter. Also so schlecht ist es an der Schwertküste auch wieder nicht. So, jetzt aber erstmal zurück zur Kaserne nach hier unten. Stattdessen können wir mal kurz in unser Inventar gucken. Also ja, wir haben Bolzen.
Und wir haben die identifizierende Schriftrolle, den billigsten Zauber eigentlich. Also wenn Überlieferung nicht mehr reicht, dann muss die identifizierende Schriftrolle bzw. der identifizierende Zauber eines Magiers herhalten. Wobei ich mir das immer lustig vorstelle, wie dieser Zauber funktioniert. Fängt dann eine Stimme an zu singen und sagt, dieses Schwert ist verzaubert, es kann singen. Ja. Gut, also bringen wir voller Mal. Bringen wir voller Mal die Bolzen. Danke sehr. Ich habe gehört, du willst bald verlassen. Sei bloß vorsichtig da draußen, okay? Hier neben diesen Dolch. Mein Vater hat vor vielen Jahren einmal einen Hobgoblin damit getötet. Großartige Leistung. Er hat ihm den Dolch in den Rücken gestoßen. Jawohl, noch großartiger. Es ist zwar kein Waldschwert, aber es führt seinen Zweck. Und pass gut auf dich auf. Ja. Meine alte Freundin Imoin hat mich heute belästigt. Sie hat eine eigenartige Art, mir ihre Zuneigung zu zeigen, und manchmal kann sie ziemlich nerven. Trotzdem ist sie ein nettes Mädchen und ich bin froh, dass ich sie kenne. Ja. Fuller war heute freigebig. Nachdem ich die Bolzen von Trintop geholt habe, gab er mir den alten Dolch seines Vaters. Das ist übrigens so eine Sache mit dem Charisma. Wäre unser Charisma-Wert niedriger, hätten wir nur 10 Goldmünzen oder so gekriegt. Einmal hatte er mit einem einzigen Schuss einen Hobgoblin erlegt, sagt jedenfalls Fuller. Aber er hat mich schon oft einen Bären aufgebunden. Dieser Dolch ist jedoch magisch, wie man sehen kann. Nur wissen wir halt nicht, was für einer das ist. Weil unsere Überlieferung halt so gering ist. So, wir haben den Dolch bekommen, der sehr wertvoll ist. Dafür aber halt kein Gold. Doch den Dolch könnten wir dann irgendwann gut loswerden, wenn wir ihn nicht brauchen. So. Wieder zurück zu Windtrops Wirtshaus. Durch die Tür rein und Firebeat seine Identifizierschriftrolle geben. Beinahe unter meiner Würde. Ist ganz schön schwer, heutzutage gute Kameraden zu finden. Jupp. Ah, ich bin froh zu sehen, dass das Alter euer Herz noch nicht gegenüber einem alten Mann wie mir verhärtet hat. Hier, erlaubt mir einen kleinen Zauberspruch über euch auszusprechen. Er wird euch vor allem Bösen, das euch heute Nacht möglicherweise begegnen wird, schützen. Ja, Schutz vor dem Bösen. Ist eigentlich ein netter Zauber. Problem ist, hält nicht sehr lange. Nichts jedenfalls leichter als der. Das. Wahrscheinlich wird er gleich abgeklungen sein, sobald, noch bevor wir die Burg überhaupt verlassen konnten. So, jetzt gehen wir unten lang. Gewürm wird über die Erde wandeln. Und eine solche Pest wird seiner Spur folgen. Ja, die Jungs singen hier ein altes Lied, was der Begründer der Kerzenburg verfasst hat und eigentlich ziemlich wichtig für die Story ist, wenn man es denn kennt. Aber ich will hier nichts spoilern, für die, die es nicht kennen. Deswegen gehen wir einfach weiter und ignorieren das Lied. So, und da ist auch schon Gorion. Hallo. Ah, mein Kind, bin ich froh, dass ich dich gefunden habe. Das ist wirklich sehr zermürbend, ich weiß, aber du musst mir vertrauen. Es ist ausgesprochen wichtig, dass du deine Besitztümer einpackst, so dass wir Kerzenburg sofort verlassen können. Beeil dich, wir haben keine Zeit zu vergeuden. Die Burg ist gut bewacht, doch nicht uneinnehmbar. Das ist eine Burg, ja, das ist etwas naiv. Wir fragen einfach mal, wohin gehen wir? Nun wohl, das kann ich nicht, denn ich habe mich noch nicht endgültig entschieden. Gewiss ist nur, dass wir weitaus sicherer sein werden, wenn wir unterwegs sind. Große Burg? Die Wälder mögen uns etwas Schutz bieten, oder vielleicht würde die Stadt Balustor uns die Gelegenheit geben, inmitten der Menschenmassen unterzutauchen. Ich weiß nicht, wo wir letztendlich unterkommen werden, doch ich habe ein paar Freunde hier und da. Ich muss noch ein bisschen nachdenken. Wir könnten ihn fragen, was wir brauchen auf der Reise. Oh, mein liebes Kind, du sollst es selbst wissen, welche Ausrüstung du dir zulegen musst. Ich habe dir gegeben, was ich entbehren kann, also mache ich dich auf den Weg zum Wirtshaus und sprich mit Windtrop.
Orientier dich dabei an deinen Fähigkeiten und kauf dir die Grundausrüstung, die du brauchst. Doch gebe dein Geld weise aus. Seine Preise sind fair, aber du hast möglicherweise nicht genügend Gold, um alles zu kaufen, was du gerne hättest. Doch hatten wir. So, wir sind doch mal naiv. Kerzenburg ist in der Tat ein stattliches Hindernis für Taugenichtse. Trotzdem sind zwei reingekommen. Doch es ist nicht uneinnehmbar. Gleichgültig wie dicht das Netz ist. Wenigstens eine Mücke findet immer ihren Weg. In dem Fall waren es zwei. Nein, mein Kind, wir müssen so schnell wie möglich gehen. Zu unserer eigenen Sicherheit und zu der unserer Freunde. Gut, dann bin ich bereit. Wir können los. Genau, ab zum Haupttor. Hör gut zu. Sollten wir uns irgendwann mal verlieren, dann geh schnurstracks zur Schenke freundlicher Arm. Dort sind Khalid und Yahira, alte Freunde von mir, denen du vertrauen kannst. Ja, und da ist unsere Dings ausgelaufen. Unser Schutz vor dem Bösen. So, wir wurden kurz geheilt. Beeilen wir uns, mein Kind. Die Nacht bricht herein und wir müssen schleunigst eine Herberge finden. Keine Sorge, sobald wir mehr Zeit haben, werde ich dir alles erklären. Warte, irgendetwas stimmt hier nicht. Wir sind in einen Hinterhalt geraten. Sei auf alles gefasst. Du weißt, warum ich hier bin. Hände hoch. Und solltest du Widerstand leisten, hast du dein Leben vergeudet. Ja, hier steht etwas anderes. Also er will, dass Gurion uns ihm aushändigt. Der gepanzerten Gestalt hier. Und er hat zwei Ogre dabei und noch eine Magierin da hinten. Ihr seid ein Narr, wenn ihr glaubt, ich würde eure Freundlichkeit nicht durchschauen. Geht zur Seite und euren Lakaien wird nichts geschehen. Ja, Gurion ist sich ein bisschen selbstsicher. Es tut mir leid, dass du so denkst, alter Mann. Und der Kampf geht los. Das Morgengrauen ist heute ganz besonders grausam. Beim Erwachen wird euch bewusst, dass alles nicht nur ein schrecklicher Traum gewesen ist. Ihr seid in einen Hinterhalt geraten und musstet zusehen, wie Gurion vor euren Augen ermordet wurde. Nicht einmal seine mächtige Magie konnte den Angriff aufhalten. Ihr seid zwar auf seinen Wunsch hin geflohen, aber das ändert nichts an dem Gefühl der Hilflosigkeit, das ihr jetzt empfindet. Übergebt uns euer Mündel, hatte der bewaffnete Dämon gesagt. Er hatte es auf euch und euch allein abgesehen. Aber warum? Wenn euch Gurion doch nur irgendeinen Hinweis gegeben hätte. Doch nun seid ihr ganz allein auf euch gestellt. Kerzenburg ist zwar in der Nähe, aber man wird euch dort nicht einlassen. Die Gelehrten schützen ihre Ruhe mit äußerst strengen Einlassvorschriften. Und ohne Gurion habt ihr keine Chance, eingelassen zu werden. Mit eurer spärlichen Ausrüstung werdet ihr allein nicht lange überleben. Vielleicht werden euch die Freunde helfen, von denen Gurion gesprochen hat. Die Freunde im freundlichen Arm. Also wird der freundliche Arm unser erstes Ziel sein. Und übrigens sehen wir im Hintergrund die gepanzerte Gestalt, die uns angegriffen hat. Den kennen wir ja noch aus dem Intro. Also ist das kein Zufall. Hey, ich bin's, Imuen. Toll, ich komme mich heute wiederzusehen. Tut mir leid, dass ich euch gefolgt bin, aber ich komme ja nie aus Kerzenburg raus. Und die Mönche sind wirklich sterbenslangweilig. Geld in der Tasche haben sie auch nie. Ich habe Gurion gesehen und es tut mir wahnsinnig leid. Hab mir schon gedacht, dass euch da draußen was Schlimmes passieren könnte. Wie kannst du das wissen? Gurion hat es nicht mal mir erzählt. Zufällig habe ich neulich einen Brief auf seinem Schreibtisch gelesen, von dem hast du uns schon erzählt. Kann mich nicht so recht erinnern, was genau drin stand, aber vielleicht trägt er ihn noch. Vielleicht ist er noch bei Gurions Leichnam zu finden. Leiche würde besser passen, weil ein Leichnam ist ein untoter Nekromant. Also auf jeden Fall lasse ich euch hier nicht allein rumwandern. Freunde lässt man nicht im Stich.
Auf gar keinen Fall. Ich bleibe bei euch, bis ihr euch anders überlegt. Bis ihr es euch anders überlegen solltet. Jawohl. So, damit haben wir Imoen in der Gruppe. Sie ist menschneutral und ein Dieb. Mit 9 Erfahrungspunkten. Ja. Und sie hat Ausrüstung. Sehr, sehr viel Ausrüstung. Ein Schnelligkeitsöl, das sollte sie an uns weitergeben. Und den Dolch sollte sie bekommen. Sie kann ihn nämlich identifizieren. Das ist ein Dolch plus 1. Also schon mal nicht schlecht für den Anfang. Und man sieht, sie hat nur eine Rüstungsklasse von 6, weil sie 18 Geschicklichkeit hat. Dafür nur 8 Lebenspunkte. Wie viele kriegt sie denn als Bonus? Trefferpunkte pro Bonus 2. Also kriegt sie 6 und plus 2. Gut. Gewichtszugabe 50. Sie kann 50 Kilo tragen. Das ist nicht gerade viel. Und hat Pfeile. Gut. Und sie hat einen Stab magische Geschosse. Den können wir gut benutzen, um Magier zu unterbrechen. Der ist nämlich ziemlich schnell und magische Geschosse sind einer der besten Zauber im Spiel übrigens. Gut. Aber erst einmal würde ich sagen, nachdem wir den Prolog beendet haben, speichere ich LP001 mal ab. So, und dann sehen wir uns... Die Gruppe hat 2 Gold gewonnen. Dann sehen wir uns gleich wieder.